Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mal ein bisschen was anderes. Und zwar fahren wir heute Kart. Ihr denkt euch jetzt, leere Halle? Hä? Was ist denn jetzt los? Wo sollen wir denn hier fahren? Hier kommt gleich eine Strecke hin. Wir zaubern die hier gleich hin. Und zwar ist das Battle Kart. Das ist eigentlich wie Mario Kart in Real Life. Darf man das so sagen? Also es ist Battle Kart. Es heißt Battle Kart, damit wir keine Urheberrechtsverletzungen hier bekommen. Aber es ist eigentlich wie Mario Kart in Real Life. Und ich würde einfach mal sagen, wir verwandeln mal kurz die Halle in eine Rennstrecke. 3, 2, 1, go! So, jetzt seht ihr mich wahrscheinlich nicht mehr richtig. Oder vielleicht doch, ich weiß nicht, ob meine Kamera das geschissen bekommt. Rauschen ist vielleicht da, die Halle ist einfach dunkel gemacht. Und wir haben hier eine richtige Rennstrecke. Und wir haben hier eine Menge Karts am Start. Alles Elektro-Karts, also nichts mehr mit Verbrennern. Man kann gleich sogar ohne Helm fahren, weil die so ein gewisses Anti-Crash-System auch mit drin haben. Und, ich weiß gar nicht, ob es ein bisschen näher kommt, ob man es hier richtig erkennt. Man hat hier auch so ein Tablet noch drin, wo einem gleich angezeigt wird, was für Items man zum Beispiel hat. Weil Items, das ist ja wie gesagt wie Mario Kart. Wir werden gleich mal ein Spiel hier, glaube ich, zur Probe starten. Und dann hast du einfach hier auf dem Boden, hast du so ja, Items, die du einsammeln kannst. Und es geht halt nicht darum, jetzt die schnellste Rundenzeit zu fahren, sondern der, die meisten Runden schafft. Ihr werdet gleich noch sehen, dass es nicht so leicht ist, weil alle sich gegenseitig abschießen, Ölflecken irgendwo hinlegen und da hinten sieht man dann später die Tabelle, wie weit man sozusagen vorne ist. Und ich glaube, können wir das Spiel einmal starten, also Probe starten? Macht er? Okay, wir starten das Spiel jetzt gleich mal Probe. Da geht das hier auf einmal voll los. Ich glaube, die Rennstrecke geht kurz weg. Hier leuchten die Namen auf den Karts. Das stelle, wie gesagt, auch unbezahlte Werbung. Wir machen das hier gerade zum ersten Mal just for fun. Kommt gerne mal vorbei in Bisping bei Battle Kart. Wir sind schon eine Runde gerade hingefahren. Es macht so viel Spaß. Egal ob Racer, Kindergeburtstag, Erwachsenengeburtstag, Firmenfeier. Das ist einfach nur witzig. So, und jetzt warten wir mal kurz. Die ganzen Karts werden hier auch immer schön geladen. Und es geht los. Und jetzt seht ihr, die Strecke hat sich direkt verändert. Wir haben hier die Lahn am Start. Mucke geht los. Und wir würden jetzt hier gleich einfach rausfahren. Und dann würde sozusagen die neue Strecke geladen werden. Hier seht ihr nochmal das iPad. Das ergibt einem jetzt hier eine gewisse Erklärung. Und hier können wir später schießen. Rausfahren, SOS-Knopf, also wirklich absolut crazy. Und ich würde sagen, wir springen jetzt einfach mal auf die GoPro-Ansicht. Ich hoffe, die GoPro kann es irgendwie einfangen, was wir hier machen. Wir werden jetzt gleich ein Rennen fahren, wir werden danach Fußball spielen und ja, auf geht's. Ich würde sagen, wir fahren mal los. Das hier ins Litty Kart, alle warten auf mich. Mucke läuft hier schon. Alleine dieses Startprozedere gleich ist unnormal geil. Man muss sich hier allerdings anschneiden. So, zack. So, jetzt kriegt ihr hier eine Erklärung. Wir müssen den blauen Knopf drücken. Fahren jetzt einfach zurück. Ich hoffe, ihr könnt was sehen. Bis wir halt anhalten und wir werden auf unterschiedliche Startpositionen gebracht. So, jetzt halten wir nämlich an, wartet auf Spieler. Und jetzt sehen wir hier gleich so eine Punktlinie, wo wir uns hier, sie treten von Platz 2 an. Und jetzt muss ich diesen Punkten hier folgen. Also das ist noch nicht das Rennen, Leute, ne? Ah, guck mal, jetzt werde ich hier zu meiner Startposition gebracht. Ihr werdet bestimmt echt wenig sehen, das tut mir super leid, aber ich probiere es trotzdem irgendwie hinzukriegen. Wir sind halt irgendwie, ich weiß gar nicht, über 40 Beamer oder über 30 Beamer oder so. So, jetzt fahren wir hier ran an unsere Startposition. Hallo! Hallo Liam! Was geht ab? Und hier, da seht ihr jetzt die Bildschirme. Oh. Ich habe so ein Schild jetzt hier gerade am Start, damit ich nicht getroffen werden kann. Hier haben wir schön die Abkürzung genommen. Ja! Oh, Liam hinter uns, ich habe immer Angst. Ich hau mal kurz mein MG weg, damit ich hier wieder ein neues Item bekomme. Ich will einen Schutz haben. Nein. So, kurz die Abkürzung. Ah, ich wurde getroffen von Liam mit der Kanone. Nein! Doppelabschuss! Oh Gott, hier seht ihr halt immer, was passiert. Ich schieße jetzt mal kurz die Raketen einfach ab. Da seht ihr sie auf dem Boden. Unfassbar witzig. Ah! So, ich habe ein Schild jetzt am Start. Da hat die Julie uns schon wieder überholt. Ich finde das auch so geil mit den Namen. Das ist einfach lustig. So, Schild wieder aktiviert. Ich will nicht immer getroffen werden. Oh, jetzt liegt hier ein Ölfleck. Da sind wir auch rumgefahren, hier! So, hier. Oh, sie wird uns bestimmt gleich abschießen. Ja, wusste ich doch. Wusste ich's doch. Nein!
irgendwo across the map getroffen von JP. Frechheit. Hier feuern wir jetzt mal unsere Raketen ab. Aber sie hat aber ein Schutzschild aktiviert. Irgendwie getroffen. Ich hoffe, das wird jetzt nicht abgestrichen. Man muss die Runden hier voll fahren. Man kriegt die Runde abgezogen, wenn man abkürzt. Wieder getroffen von einem MG. Absolute Frechheit. Aber jetzt haben wir auch einen MG. Und das werden wir jetzt abfeuern. Marlon! Friss! Ja! Ja! Oh nein, 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 nein. Ich hoffe, mir wird die Runde nicht abgezogen. Oh, MG! Oh! Oh! Fünfter nur! Fünfter! Frechheit! Ich stehe jetzt auf meinem vierten Platz. Man kann hier unterschiedliche Spiele spielen. Fußball, also so wie Rocket League. Aber wir fahren noch ein Rennen. Oh Gott. Oh Gott. Wie gesagt, hier ist so ein kleines Anti-Blockiersystem. Aber Crash, Messi geht trotzdem. Ich ziehe mir jetzt erstmal ein Schild rein. So. Ich weiß nicht, was ich gerade gemacht habe, aber ich glaube, es war gefühlt gut. Habe ich schön den Fass hingelegt. Ja! Geil! Liam gerade auf Platz 1 hier. Absolute Frechheit an dieser Stelle. Oh, Ecki hat mich abgeschossen. So, komm, 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 komm. Wir fahren da mal richtig. Oh, das ist so witzig, dieses Spiel. Ich habe so viel zu erzählen. Ich weiß nicht, welche... Oh, Marlon! Du Pisser! Schon wieder! Das kann doch nicht sein! Ich werde hier die ganze Zeit getroffen von den Leuten. Oh, die jagen mich. Liam, friss, friss, friss! Ja, getroffen habe ich ihn! Ja! Ölfleck hier am Boden. Und jetzt gehen wir schön mit Nitro raus. Da merkt man richtig eine Beschleunigung. Ansonsten ist es natürlich ein Ticken langsamer als Kartfahren. Oh, oh. Und wir legen nochmal ein schönes Ölfässchen hier hin. Da bleiben die Leute dann nämlich immer so schön stehen. Und wir schießen noch eine Rakete across the map. Yes! Da habe ich ihn echt getroffen! Da habe ich ihn getroffen! Ah, oh, Liam, ich krieg dich! Ich krieg dich! Ja! Ja! Nein! Hier feuern wir auch nochmal schön across the map rein. Oh. Boost! Nein! 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 Ich hab noch einen Boost. Nein! Nein, da hat er mich in der letzten Sekunde überholt. Liam, das war unfair. Oh, okay, Leute. Wir sehen uns gleich nochmal zum nächsten Spiel. So, wir müssen uns hier irgendwie aufstellen oder so, glaube ich. Und jetzt ist wieder Fußball einfach. Kopf, Leute! Seht ihr den Ball? Ich sehe ihn nicht! Nein, der ist schon ein Tor! Ja, wehren ab! Nein! Oh. Kirche rechts, pass rüber! Oh! Bei Battlecard ist dieses... Frechheit! Oh Gott, ist das witzig! So, und jetzt fahren wir nämlich hier ganz zurück. Und jetzt seht ihr, dass man hier so richtig schön einfach eingeleitet wird und einfach zurück in die Box kommt. Wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn? Gut, Leute, das war jetzt unser kleiner Ausflug, unser kleiner Sonntagsfamilienausflug hier mit allen bei Battlecard in Bisping. Also hat wirklich eine Menge, Menge Spaß gemacht. Ich glaube, wir kommen jetzt öfter wieder, oder? Mhm. Witzigerweise, zum Beispiel dein Papa. Ecki, der steht auch da hinten. Hatte weniger, achso, ja. Hatte auf jeden Fall weniger Erwartungen gehabt. Marlon auch so, ja gut, fahren wir jetzt hier irgendwie Battlecard. Alle jetzt am Ende von jedem Rennen immer alle geklatscht, waren alle richtig gehypt und fanden es ultra fett. Ja, und jetzt wollen wir wahrscheinlich wieder nach Hause oder wir fahren noch eine Runde echtes Kart. Aber schaut dir gerne mal vorbei, hat eine Menge, Menge Spaß gemacht. Mario Kart in Real Life Battle Kart macht unfassbar viel Spaß. Also, kommen bestimmt noch Videos mit Sören und mit David auch von hier.
Wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein und ciao.